Wo sind wir denn gerade? Wir sind heute sehr besonderen Ort, und zwar in meinem Heimatdorf. Wir sind heute da, weil wir für den Canon-Launch von dem neuen Trialbike, das endlich herauskommt, filmen wir heute ein Video. Und ja, dann nehmen wir euch mit. Viel Spaß. Hau mal so deine drei OG-mäßigsten Tricks hier raus, die hier so an diesem Platz so gemacht wurden. Da habe ich wirklich meine ganzen Basics zum Flatland-Gym gelernt. Ganz eindeutig. Oh. Ja, aber mal, der war sehr OG-technisch. Irgendwas an der Mauer? Tja, die Mauer, ganz ein klassischer, war wirklich, das war damals gar nicht so easy. Das war schon irgendwie geil, wenn man denkt, dass es hier so angefangen hat mit so einer kleinen Steinmauer. Ja, das stimmt echt. Das war so ein ganz großer Meilenstein, da so Side Hop mit beiden Rädern so rauf zu machen. Das war immer der Startpunkt für Wheelies. Weil es bergauf geht. Ja, genau, weil es bergauf geht. Das war immer der Startpunkt, und dann immer geschaut, wie weit ich es schaffe. Und dann irgendwann habe ich es mal durchs ganze Dorf da eigentlich durch mal geschafft. Und das war dann. Das fühle ich auch. Dann immer gemacht, und wenn der richtig gut war, abgestiegen und schnell nachgelaufen, wie viele Meter das sind. Ja, genau, genau. Immer so abgeschritten, ja. Das kennt jeder. Eins, zwei, drei. Hey, geh mal rein. Es gibt wenig Sachen, wo man Prioritäten setzen muss, aber bei Formel 1 muss man tatsächlich Priorität setzen. Wer ist so euer Favorite? Das ist echt schwierig. Vor allem, man wird, egal wen man jetzt nennt, man wird dafür gehatet. Ich muss sagen, Hamilton, ich finde Hamilton schon cool. Der ist schon einfach ein verdammt guter Fahrer. Und das schon über so einen langen Zeitraum. Ricciardo finde ich auch cool. Ready? Wie ist es so, mit ihm zu arbeiten? Ich sag's dir morgen. Wir haben Fokus verloren. So, der letzte Session haben wir gerade fertig gemacht. Dann machen wir noch ein Interview, und dann war es das auch schon für heute. Und ja, die restlichen Sachen könnt ihr dann alle im Hauptvideo anschauen. Zerlegen. Tati, glaube ich schon. Hast du gut geschlafen? Ja. Hält dein Köpfer? Bereit? Ja. Was machst denn du? Mein Hund ist entschlafen. Du hast dein Ziel erreicht. So, wir sind jetzt gerade bei Canon, am Canon Home in Koblenz, und shooten auch noch ein bisschen was fürs Trialbike. Wir gehen jetzt gerade ein bisschen was essen. Und glaube ich, wird auf jeden Fall echt spannend. Da sitzen wir ein bisschen ein paar Insights, was so alles abgegangen ist, wo wir das Trialbike entwickelt haben. Also richtig spannend, viel Spaß. Meine ganzen Bikes ausgestellt und unter anderem ein paar Jerseys. Für meinen drauf. Hey. Im Sieg dafür. Hast du da drauf geschrieben? Da habe ich drauf geschrieben, ja. Da werden sehr lieben Gruß an Canon geschrieben. Aber es ist schon cool, das Jersey da unter den Rainbow Jerseys und so hängen zu sehen. Das ist schon cool.
geil aus, oder? Was? Das Bild zum Beispiel. Das war ich. Ah, du? Das war ich meine Joyride-Zeiten. Ah. Oder war der Tabletop noch nicht so stark wie jetzt? Drüben war ich. Das war in Oberpeitschlach. Das war Röckers Premier. Ja. Das war bei mir daheim. Das war mein Home Grand Prix. Ich bin zufrieden mit der Situation. Herr Marius hat einen guten Job gemacht als Regisseur. Es ist cool, das wieder mal alles zu sehen, wie wir mit dem Rahl angefangen haben, was alles dahinter steckt und wie viel Zeit davon, wie viel unterschiedlichen Leuten drin steckt. Also wirklich wahnsinnig. Da sind sehr, sehr viele schlaue Köpfe in Nürnberg gewesen. Guten Morgen! Guten Morgen! Ich sehe nichts. Guten Morgen! Guten Morgen, ich brauche frische Luft, dass meine geschwollenen Augen weggehen. Guten Morgen! Moin! Moin! Mein Laufjahrsrad, das ist ein richtiger OG-Teil. Das ist von Homeoffice. Das ist das Originale. Das ist das Originale. Das war wirklich die erste Version vom Trailbike eigentlich. Man muss ja dazu sagen, einmal habe ich sie irgendwo gelesen, dass die Leute gedacht haben, dass wir einfach einen Rahmen von wem anderen hergenommen haben und den einfach lackiert haben. Also das war nicht der Fall. Ich kenne ja tatsächlich vom Stitch quasi die Teile verwendet, genau. Und die hat in meine Geometrie umgebaut und dann wirklich zu einem Trailbike umfunktioniert. Man sieht es auch, die Form der Tubes. Es ist halt wirklich der Rohrsatz, der angepasst wurde auf das Trailbike. Und wir haben nie ein anderes Rad verwendet, was überlackiert war oder ähnliches. Wir haben von dem ersten Moment an, war es das Canyon Trailbike. Und dass man wirklich, sage mal, bei einer Firma, die jetzt, sage mal, eigentlich mit Trailbikes gar nichts zu tun hat, die da in den Sektor reinbringt und dann halt in so einer kurzen Zeit eigentlich ein Trailbike rausbringt und dann das Carbon-Bike daraus entwickelt und dann in späterer Folge das Ganze ja noch in Serie bringt, was die Leute kaufen können, ist halt echt in so einer Zeit echt beeindruckend. Warte, ich brauche ein bisschen Vordergrund. Was? Urlaub? Vordergrund macht Bild gesund. Aha. Testlabor, da werden die ganzen Bikes wirklich auf Herz und Nieren eingeprüft. Vor allem das Trailbike wird da in so Maschinen eingesprungen und dann kann man halt wirklich alles testen, wie stabil so ein Bike ist, wie viel es aushält. Das sieht man eigentlich ganz gut. Boah, wie geil. Das ist echt geil. Und anhand von sowas wird halt dann, sagen wir mal, das Bike entwickelt und dann wirklich schaut, okay, das ist zum Trailbiken, hält das alles auf. So, wir sind jetzt gerade ausgecheckt vom Hotel, haben ein paar coole Tage bei Canyon jetzt gehabt, die ganze Factory alles angeschaut, Trailbike geshootet, war echt total spannend und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Servus. So Leute, bin gerade beim Wegfahren nach Italien, da treffen wir mit Andrea, weil wir das erste Mal unser Bikeflip Show Setup ausprobieren und schauen, dass wir da alles hinkriegen, weil wir machen beim Bike Festival in Riva unser erste Show seit, ich glaube bei mir seit 2,5 Jahren oder so. War eh krass, jetzt mit Covid, mit der Verletzung und dem Ganzen. Und jetzt sind wir back in Riva beim Bike Festival, was eigentlich genau in einer Woche stattfinden wird, wenn ihr das Video seht. Also schaut, dass alle vorbeikommt. Ich bin Samstag und Sonntag vor Ort mit dem Trailbike, mit dem neuen. Und ich freue mich schon richtig, richtig drauf, euch wiederzusehen. Und dann ja, könnt ihr uns und mich wieder mal in live sehen. Viel Spaß mit ein paar Clips vom Training und dann hoffe ich mal, dass wir uns in Riva sehen. Cheers! Your best, yeah, don't you worry about a thing. I got next, just like a lightning in the bottle. I'm so fresh, just like the ocean in the sky.